So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Grid und wir machen heute weiter mit dem nächsten Teil und zwar in dem Track Day GT Cup. Los geht's. So, diesmal nehmen wir auch den letzten Martin mit dem Bagani, bin ich nicht ganz zufrieden. Der hat es ein bisschen zu sehr gerutscht, das hat mir in Österreich das Rennen komplett gekostet. Aber jetzt machen wir mit dem Start ins neue Jahr. Oh, da soll sich schon ein paar Tägelchen alt. Gehen wir ins nächste Rennen. Diesmal sind zwei Rennen, die uns anstehen. Naja. Kristen, es ist wie immer ein Vergnügen, dich hier zu haben. Und falls Sie Kristen nicht kennen, sie ist zweifache Weltmeisterin im Zeitfahren und eine erstklassige Tourenwagenfahrerin. Amarius Secret, Australien. Danke, Alex. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Also das hier ist genau mein Stil. Eine klassische Rennbahn mit mehreren Streckenverläufen, die alle genau abgestimmt sind. So, das Rennen hier bei der Grid World Series wird gleich losgehen. Vielen Dank, Kristen. Geht's los, Platz 14, jetzt unser, ne, 16, 14, ja. Zwei, das haben wir noch hinter uns und das wollen wir natürlich auch. Und jetzt wollen wir mit dem Martin hier das Ding wracken. Schon ein bisschen angenehmer zu fahren. Halt dich zurück, du hast jemanden zur Weißglut getrieben. So, jetzt sind wir mittlerweile schon am 8. Ja, ohne diese blöde Zeitstrafe, die wäre das Ding definitiv gewonnen. Aber jetzt kommen wir gerade nicht vorbei. Drei Runden stehen heute an. Eieieiei, die lässt aber auch keinen. Ich kann mir keine Hoffnung, mich mal kurz wegzubremsen. So, dann drücke ich mich auch kurz vor auf die 3. Okay, da wird jemand nicht glücklich sein. Ich lasse die Lücke, mach die Züge zu, damit ich vorbeigehen kann. Leck mich doch mal. Warum der Wagen jetzt auch immer wieder ausgebrochen ist, komplett. So, da waren wir mal, da waren wir mal erst. Es sind nur drei Runden, ne? Und mit der Auftakt schon letzte Woche so, ach man, hau doch mal ab, das wird doch mit dem Scheiß Strafen. So. Ja, ich krieg eh Strafen. Du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Ja, wenn mir die gerade auf den Sack geht. Wird er nur angreifen und kriegst doch einen mit. Letzte Runde. Versuchen die Top 3 vorzustoßen. Ja, das war's. Das Rennen ist definitiv gelaufen. Oder mindestens nur Platz 16. Jetzt, wenn du dann nur eine Möglichkeit hast, auf 3 zu gehen. Meine Fresse, wird doch nicht stehen, ey. Strafen ohnehin. Geld, du überholst zwei, überbremst dich. Beide gehen wieder oben vorbei. Also der Auftakt, definitiv hier läuft überhaupt gar nicht zusammen. Ich fürchte auch, dass wir den letzten Platz kriegen, weil das 16. Oh Mann, ist das schlecht gerade. Weil wir gerade so viel Strafen kassiert haben. Platz 7 ist mein Teamkollege noch geworden, aber wir mit 5 Sekunden Zeitstrafe noch letzter geworden am Ende. Also da müssen wir definitiv nochmal einen Schritt machen. Also das Ding wird schwierig werden zu gewinnen. Aber weil sie auch die ganze Zeit auf uns abgesehen haben. Wenn du da Möglichkeit hast, dann wirst du weggeschossen, weggedreht. Weißt du, du hast eine Chance, bist mal kurz Erster und pam, hauen sie dich trotzdem noch im Weg. Also so momentan, so stelle ich mir das überhaupt nicht vor. So, Sepang, letzte Rennen, 4 Runden. Steht auf 2, also wir müssen das Ding definitiv gewinnen. Und dann hoffen, dass wir ein bisschen Glück dabei haben. Ich glaube, von Platz 16, mit dem 16. Platz im ersten Rennen wird es nicht machbar werden.
Naja, schauen wir mal. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Chris, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Okay, ja, lass mich schon mal. Ich glaube, es geht jeden Moment los. Ja, und die Aufgabe müssen wir machen, bis auf jeden Fall das Ding gewinnen. So. Du Kollege ist mir gerade herzlich egal. Wer soll da. Verstanden. Angreifen. Ich gebe es weiter. Er soll auf jeden Fall ein bisschen nach vorne kommen. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Die Aufgabe heißt erstmal nur, das Ding wieder aus zu rocken. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Okay, angreifen bestätigt. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Ja, ja. Noch. Ja, im letzten Rennen haben sie uns den ersten Platz weggenommen. Aber wir haben gestern am ersten Rennen des neuen Teils haben sie uns weggenommen, wenn sie. Indem wir uns die Strafe reingedrückt haben in 2 Sekunden. Die meiner Meinung nach auch ein Witz war. Und im letzten Rennen mal haben wir uns dann wieder, aber da die 5 Sekunden waren berechtigt. Da war ich immer frustriert, aber da kann man ziehst auch komplett einmal durch. Aber hier will ich das Ding gewinnen. Ein Rennen will ich gewinnen. Ja, Zeta Platz ist zumindest ein Pünktchen gewesen. Das ist hier definitiv nicht möglich. Das war die Hälfte des Rennens. Der Kollege zumindest 10. Ja, wir müssen gucken, wenn wir unsere Hausaufgabe machen. Ich kann jetzt nicht gucken, wie es aussieht da hinten. Ich habe 13 zurückgefallen. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Okay, es wird angegriffen. Wir gehen jetzt Richtung vorletzte Runde. Jetzt in die letzte. Okay, das ist die letzte Runde. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Die Frage ist, wie weit geht das noch nach vorne, ne? Geht das noch eine Möglichkeit, in die Top 3 reinzufahren? Angreifen. Ich gebe es weiter. Ja, vielleicht schafft er noch einen. Im Moment ist Angreifen. Ja, es ist egal. Ich kann mich fast nicht darüber freuen, wenn ich nicht weiß, wie die Tabelle am Ende aussieht. Dieses absolut verkackte erste Rennen. Ist das fast nicht möglich. Doch, zweiter am Ende noch geworden, ne? Ja. Wieder nur ein zweiter Platz. Momentan läuft es nicht. Momentan läuft es nicht. Dann sind auch nur zweiter, was die Teamwertung betrifft. Das ist. Ja, ist halt so. Jetzt egal. Dadurch, dass ich am Ende Vierter geworden ist oder so, Fünfter, glaube ich, geworden ist, war das Thema eh gegessen. Schade. Aber nicht anderbar.
Es ist zumindest noch der zweite Platz rausgesprungen am Ende. So, mit weiter durch sind wir mit dem Trick der GT-Cup und wieder nur auf 2. Ja, momentan bleibt es das vergönnt, dass wir das Ding nicht gewinnen. Wir können das Ding momentan nicht gewinnen. Das ist bitter momentan einfach. Es ist wieder nur ein zweiter Platz. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Red Bull Ring Challenge Cup mit 2 Rennen auf der Rennstrecke. Ja. Bis dahin. Tschüss.